Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum und zum nächsten Höhlenguide. Ihr seht, ich bin schon wieder komplett ausgezogen und im Wasser. Das heißt, die nächste Höhle, ich habe sie gerade auch schon mal gesucht, bevor es wieder ewig dauert, ist definitiv hier im Wasser. Dafür müsst ihr dann hier runter, also es ist in dem Bereich hier. Dafür müsst ihr hier runter und hier rein. Und ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ob hier überhaupt irgendwo Luftblasen sind oder ob man hier überhaupt irgendwo was vernünftig machen kann. Ich versuche es einfach mal. Definitiv hier nicht. Hier gibt es keine Luftblasen. Und ich denke mal, wir werden wieder sterben. Also nein, so wie es aussieht, gibt es hier nirgendwo Frischluft, Wasser oder sonstiges. Und ich glaube, ich schaffe es auch nicht mehr lebend hier raus. Das ist natürlich dann dieser blöde Nachteil. Das ist auf jeden Fall wieder eine Unterwasserhöhle in A3. Nicht zu empfehlen. Night Vision. Mal gucken, komme ich doch wieder hoch. Schaffe ich es lebend noch? Nein, 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 nein. Doch, vielleicht überhaupt. Genau ein paar Sekunden zu spät. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist voll in die Hose gegangen. Und ja, die Höhle in... Wo waren wir? In A2? Ne, in A3. Bin ich denn jetzt gewesen? Moment. A3 war es, genau, A3. Die Höhle in A3 ist genauso wenig zu empfehlen wie die anderen Höhlen, die wir hatten. Von daher wird das dann halt nicht so wirklich toll sein, wenn ihr euch da versucht, eine Base zu bauen. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine Base, eine Höhle, die hier noch angezeigt wird. Und ja, im Prinzip könnte man sie nutzen, aber ich glaube, wie ihr selber gesehen habt, das ist nicht so toll. Ach ja, meine Hose habe ich zwar noch hier, aber mein Oberteil nicht mehr. Das ist natürlich auch super. Ja, mein Oberteil liegt natürlich jetzt unten mit dem Night Vision wieder mal. Ja, werde ich mir jetzt aber nicht wiederholen. Da ich hier auf dem Singleplayer bin, wie gesagt, werde ich mir das Teil nachher wieder spawnen. Und ja, ihr hättet eh ein Problem, hier wieder auf diese Insel zu kommen. Also ihr müsstet schwimmen mit dem vollgepackten Zeug, wie ich, kommt ihr hier definitiv nicht hin. Es sei denn, ihr findet ein Boot und fahrt hier hin. Aber wie gesagt, da ist es halt nicht zu empfehlen, weil... Ja, man da unten keine Luft kriegt, keine Base bauen kann und es ist absolut unnötig. Vielleicht, wenn mal irgendwann Taucheranzüge und Taucherflaschen reinkommen, kann man sich die Höhlen vielleicht mal angucken und erforschen, aber ansonsten eher nutzlos. Ja, ich hoffe, es hat euch was gebracht. Es hat euch gezeigt, dass ihr die Höhle nicht nehmen solltet und gar nicht erst erforschen braucht. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne auch ein Abo da. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, der Falli.